Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Alexander Kolmogorzew und ich möchte Ihnen heute dieses Webinar präsentieren. Wie Sie alle wissen, bietet die SAP sehr viele Tools im Business and Analytics-Kontext an. Im Frontend-Bereich haben wir da beispielsweise die Lumira-Berichte, Analysis for Office-Berichte oder SAC. Die Dashboards, die dort entwickelt werden, basieren häufig auf Datenquellen aus Backend-Systemen von BW und HANA. Einerseits ist das natürlich toll, dass die SAP-Tools solch eine Konnektivität untereinander aufweisen. Gleichzeitig ist es für die Übersichtlichkeit nicht gerade fördernd, wenn die Objekte aller eingesetzten SAP-Lösungen miteinander interagieren und somit eine wechselseitige Abhängigkeit zueinander aufweisen. In der Praxis führt solch eine verflochtene Datenmodellarchitektur häufig dazu, dass viele Recherchen innerhalb des Systems notwendig sind, wenn Entwickler beispielsweise Auswirkungen oder Änderungen auf andere abhängige Objekte abschätzen möchten. In diesem Webinar möchte ich Ihnen zeigen, wie unser Produkt all Ihre SAP-Objekte unter einem Dach vereint und wie einfach und schnell dadurch systemübergreifende Abhängigkeiten identifiziert werden können. Kommen wir zur Agenda. Wie ist dieses Webinar heute aufgebaut? Ich möchte starten mit dem ersten Punkt. Da möchte ich das bereits skizzierte Problem etwas genauer beleuchten und die Herausforderung herausarbeiten. Anschließend möchte ich Ihnen in einer Live-Demo mit Hilfe eines kleinen Use Cases zeigen, wie diese Herausforderungen mit unserem Tool zeiteffizient gelöst werden können. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen noch ein paar weitere Informationen im Nachtrag geben. Gut, legen wir los mit dem Problem und den daraus resultierenden Herausforderungen. Bereits in der Einleitung habe ich erwähnt, dass viele Unternehmen und auch viele unserer Kunden heutzutage gleich mehrere SAP Business und Analytics Lösungen im Einsatz haben. In diesen Tools werden verschiedene Objekte erstellt und systemübergreifend miteinander vernetzt. Das sieht man exemplarisch auf dieser Folie hier. Das heißt, wir sehen BW, HANA, BO und SAC Objekte. Möchte unser BI-Entwickler, in diesem Fall Thomas, nun nähere Informationen zu diesen Objekten erhalten, so müsste er dementsprechend in die jeweiligen Tools springen. Das hieße Eclipse, SAC, HANA, Web-Based Development, Workbench, der Lumira Designer und dort müsste er sich die ganzen Informationen einholen. Die oben beschriebene systemübergreifende Architektur verursacht bei bestimmten Tätigkeiten große Herausforderungen, auf die möchte ich jetzt eingehen. Auf der rechten Seite sehen Sie diese Probleme, das heißt die Bereiche zunächst mal bei Change Requests. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten einen Change Request vom Fachbereich, in dem es darum geht, bestehende Queries zu verändern. Zunächst würden Sie sich einen ganzheitlichen Überblick verschaffen, sprich, welche Objekte Teil des Datenmodells sind und auch systemübergreifend existieren. Sind alle beteiligten Objekte gefunden, ist häufig auch ein Deep Dive notwendig. Das heißt, Sie möchten nochmal einen gezielten Absprung in das Objekt durchführen, möchten sich noch weitere Informationen einholen und das Objekt genauer unter die Lupe nehmen, sprich, den Aufbau nachvollziehen. Im letzten Schritt möchten Sie dann eventuell die Abhängigkeiten der Objekte untereinander identifizieren, um eine Impact-Analyse durchführen zu können. In unserem Beispiel hieße das, Thomas möchte eine Impact-Analyse machen und möchte checken, ob die Änderung der Query irgendeine Auswirkung hätte auf andere Objekte. Der nächste Punkt ist die Dokumentation, denn auch bei der Dokumentation gibt es zahlreiche Herausforderungen. Das heißt, zunächst einmal ist es sehr schwer, die gesamte BI-Applikation überhaupt zu dokumentieren, da man sich alle Objekte des Datenmodells in den jeweiligen Tools manuell zusammensuchen muss. Der betriebene Aufwand steht dann auch häufig in keinem Verhältnis zu der erstellten Dokumentation und vor allem ihrer Qualität. Gleichzeitig unterliegen die Datenmodelle häufig Änderungen. Das heißt, die Dokumentation ist nach einer kurzen Zeit bereits wertlos. Der letzte Punkt, den wir aufgezählt haben, ist die Migration. Der Einsatz mehrerer SAP-Tools verkompliziert nämlich auch die Migration, denn wenn beispielsweise Lumira auf SAC migriert wird, ist es wichtig, die ganzen Abhängigkeiten zu kennen von BO ins BW beispielsweise. Oder auch bei einer BW-4HANA-Migration ist es wichtig, festzustellen, welche Queries nehme ich mit ins neue System und wie sind dort die Abhängigkeiten? Welche Queries fungieren eventuell als Datengrundlage von BO-Berichten, die ich mitnehmen möchte ins neue System? Der BI-Entwickler wird sich häufig folgende Fragen stellen. In welchen BO-Berichten werden bestimmte BW-Objekte verwendet? Welche Query fungiert als Datenquelle für meine SRC-Stories? Und in welchem Composite-Provider wird ein bestimmter Calculation View verwendet? Nutzt man die SAP-Standardmittel, um diese Fragen zu beantworten, so bringt es einen extrem hohen manuellen Aufwand mit sich. Das heißt, Sie müssen zeitintensive Analysen durchführen, müssen die verschiedenen SAP-Tools springen und gleichzeitig auch, wenn man neu im Unternehmen ist beispielsweise oder als externer Berater arbeitet, so muss man Reverse Engineering machen, denn man muss erstmal die Applikation verstehen und die Abhängigkeiten herausarbeiten.
Das ist vor allem häufig dem Umstand geschuldet, dass es viel zu selten richtige Dokumentationen gibt, sodass man immer ins System abspringen muss. Und genau hier kommen jetzt unsere Produkte ins Spiel. Die Lösung ist die Performance Suite und ihre Produkte. Wir möchten diese zeitintensiven Routinetätigkeiten automatisieren. Das ist unser Ziel. Die Funktionen der unteren Produkte, die aufgezählt werden, können alle in der Performance Suite aufgerufen werden. Das ist sozusagen die Dachmarke hier. Sie öffnen die Performance Suite und haben dann Zugriff auf die Funktionen der Produkte. Für die erwähnten Herausforderungen, die ich jetzt aufgezählt habe, bietet vor allem der System Scout Lösung an, der seine Stärken bei diesen klassischen Analysen zeigt. In der heutigen Demo möchte ich auch auf den Doku-Performer zu sprechen kommen. Er spielt aber eine eher zweitrangige Rolle in diesem Webinar, denn auch durch Dokumentation kann man selbstverständlich sehr viel Wissen generieren und in dem Fall auch dann ablegen als Dokumentation. Genau. Gut, verlieren wir keine weitere Zeit und schauen wir uns mal die Produkte in der Live-Demo an. Dafür öffne ich die Performer Suite. Zunächst einmal möchte ich die UI ein bisschen etwas besser vorstellen. Auf der linken Seite finden wir immer die Objekttypen, die wir unterstützen. In dem Fall sind wir jetzt verbunden mit einem HANA-System. Auf der linken Seite habe ich die Objekttypen und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich auf der rechten Seite die Objekte des jeweiligen Systems, die dann automatisiert in unser Tool kommen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir die verschiedenen Objekte unter einem Dach vereinen. Und das wird hier nochmal deutlich. Sie sehen, dass die gesamten Systeme, diese gesamten Konnektoren, die Sie lizenziert haben, aufrufbar sind. Sie können einfach auf das jeweilige System klicken und verbinden sich. Das werde ich gleich auch nochmal häufiger machen. Gut, ich möchte Ihnen jetzt erstmal kurz unsere Konnektoren kurz vorstellen. Eine kurze Vorstellungsrunde, das heißt, wir beginnen mit HANA. Das ist der HANA-Konnektor. Wir sind bereits verbunden mit dem HANA-Konnektor. Was können wir machen? Wir können die Filter nutzen, um beispielsweise nach Objekten zu suchen. Sagen wir einfach mal dieses Objekt. Die Funktionen des System Scouts lassen sich aufrufen über das Kontextmenü. Ich kann hier draufgehen, auf System Scout gehen und kann jetzt beispielsweise einen Verwendungsnachweis durchführen, was ja vor allem auch wichtig ist, wenn ich solche Impact-Analysen machen möchte. Das heißt, der System Scout geht jetzt ins System und das ist eine Live-Analyse, das heißt, es ist der Ist-Zustand, wie es aktuell im System ist. Und wir sehen, dass dieser Calculation verwendet wird in diesen drei HANA-Objekten, aber gleichzeitig verwendet wird in diesem HANA Composite Provider. Das heißt, hier wird die erste Brücke geschlagen zum BW-Konnektor, zu Ihrem BW-System. Gut, der nächste Konnektor, den ich Ihnen zeigen möchte, ist BO. Auch hier haben wir zahlreiche Funktionen, die Sie unterstützen. Ich kann hier auf System Scout gehen, Where Use Analysis und könnte jetzt beispielsweise nach einem bestimmten Objekt suchen. Sagen wir mal CPR 1, starte die Analyse und der System Scout durchsucht jetzt das gesamte BO-Coding und prüft auch potenzielle Verwendung. Das heißt, wir sehen hier jetzt, dass dieser HANA Composite Provider in diesen Lumira-Berichten als Data Source vorkommt. Wir sehen, dass hier beispielsweise auch eine Verwendung im Coding stattfindet. Das kann ich mir hier auch anzeigen lassen. Und auch hier ist wieder dieser Absprung nicht notwendig, in den Lumira-Designer beispielsweise, sondern ich habe alles hier in einem Tool und dann sehe ich hier auch das Coding. Gut, dann springe ich jetzt nochmal in die SAC. Zu guter Letzt. Und auch hier sehen wir eine ähnliche UI. Wir sehen, dass wir aktuell die Stories unterstützen. Drücke ich hier drauf, werden mir alle Stories angezeigt von dem jeweils angebundenen System. Und genau hier beginnt jetzt auch mein kleiner Use Case. Das heißt, stellen wir uns einfach mal vor, ein Fachbereichsmitarbeiter eröffnet folgendes Jira-Ticket. Das ist ein Change Request und es geht vor allem darum, dass er eine bestimmte Kennzahl in seinem SAC-Dashboard, nämlich SAC Purchase Overview Dashboard, benötigt. Bei der Kennzahl handelt es sich um Volumen der Auftragsposition. Das ist hier alles definiert. Das heißt, hier für die Auswertung braucht er diese Kennzahl in diesem SAC-Dashboard. Und ja, die Aufgabe ist jetzt, füge bitte die besagte Kennzahl SAC-Story hinzu, sodass ich meine Auswertung durchführen kann. Gut, was machen wir jetzt? Wir wollen jetzt die Informationen einholen, die wir benötigen, um anschließend relativ präzise im System das genau zu wissen, wo die Änderungen vorgenommen werden müssen. Dass wir gar nicht erst diese Recherchearbeit im System selbst machen müssen, sondern dass die Recherchearbeit in der Performer Suite erfolgt. Was mache ich dafür? Zunächst einmal suche ich nach dieser Story. Das ist diese Story, Purchase Overview Dashboard, nochmal zur Erinnerung, darum geht's. Und ich kann jetzt
eine Dokumentation mit dem Doku-Performer erstellen. Das heißt, ich könnte jetzt einfach hier draufklicken und der Doku-Performer würde jetzt diese Story dokumentieren. Wir haben ein paar Details bezüglich der Story, aber was uns vor allem interessiert in diesem Fall, ist die Datengrundlage. Denn hier sehen wir auf einen Blick, dass diese Query als Datengrundlage fungiert für diese Story. Das kopiere ich mir mal raus, denn das ist eine sehr interessante Information für uns. Das System ist dabei das A4H. Gut, mit dem Wissen werde ich jetzt in das BW-System gehen. Und dann gucke ich mal einfach, wie die Query selbst aussieht. Das heißt, ich klicke jetzt auf Queries. Ja, perfekt. Das ist die Datengrundlage der SAC-Story und genau diese möchten wir jetzt weiter analysieren. Was möchten wir machen? Wir möchten zunächst einmal den Aufriss dieser Query uns nochmal begutachten. Dafür gehe ich hier auf System Scout, klicke auf Analyze Compare, muss mich jetzt mit dem System verbinden, weil es sich um eine Realtime-Analyse handelt. Und jetzt wird der Aufbau der Query geladen und ich habe jetzt die Möglichkeit nochmal nachzuschauen, gibt es eventuell diese Kennzahl in der Query oder gibt es sie nicht, nach der gesucht wird? So, wir sehen den Aufriss. Ich werde jetzt eine Suchfunktion starten, nämlich indem ich auf STRG F klicke. Dann, das ist die Kennzahl, um die es geht. Diese Kennzahl soll ergänzt werden, wie wir hier gesehen haben. 0 Volume Up, AP, das heißt Volumen der Auftragsposition. Und wir sehen hier, es kommt tatsächlich nicht vor in der Query. Das heißt, die Suchfunktion normalerweise müsste es so aussehen, Info, Provider, das heißt, er müsste irgendwas finden, tut er aber nicht. Das heißt, okay, was haben wir jetzt für eine Erkenntnis gesammelt? Die Kennzahl kommt nicht in der Query vor. Das heißt, der Vorteil ist auch der, ich muss nicht in Beck's Query Designer oder in Eclipse nochmal abspringen, das ist nicht notwendig. Wir sehen es sofort hier. Gut, ich muss jetzt nun weiter runtergehen und mir den Datenfluss anschauen und das gesamte darunterliegende Datenmodell nochmal genauer analysieren. Das mache ich jetzt über den Datenfluss. Das heißt, wir können uns sehr schnell einen Überblick verschaffen über den grafischen Datenfluss dieser Query. Wir sehen auf einen Blick, auf welchen anderen Objekten die Query basiert und woher sie ihre Daten erhält. Welche Objekte sind das genau? Wir haben zunächst einmal hier einen HANA Composite Provider und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Datentöpfe, bestehend aus 5 ADSOs, aber auch einem Calculation View. Das heißt, es handelt sich um ein hybrides Datenmodell, welches auch im System Scout visualisiert werden kann. Gut, erinnern wir uns kurz, welche Erkenntnisse notwendig sind, um Änderungen durchzuführen. Zunächst einmal möchten wir uns einen Überblick verschaffen. Das heißt, wir wollen gucken, welche Objekte sind überhaupt relevant für unsere Recherche. Und im zweiten Schritt möchten wir einen Deep Dive machen. Genau das, was wir bei der Query gemacht haben, möchten wir jetzt für die darunterliegenden Objekte machen. Das mache ich jetzt einfach mal. System Scout und dann Analyze Compare für den HANA Composite Provider. Auch hier lasse ich mir den gesamten Aufbau, die gesamten Kennzahlen und Merkmale nochmal anzeigen des HANA Composite Providers, füge hier die Kennzahl hinzu. So, und sehe auch hier, wenn ich auf Find klicke, sehe ich kein Resultat. Also es existiert anscheinend nicht in dem HANA Composite Provider. Gleiches Spiel für die darunterliegenden ADSOs. Die markiere ich jetzt einfach mal alle und möchte mir auch hier wieder den Aufriss anzeigen lassen und die Struktur dieser Objekte. Ich habe sie alle markiert, klicke auf Analyze Compare und jetzt werden mir alle Objekte übersichtlich in solch einer flachen Liste dargestellt. Das heißt, alle Objekte mit all ihren Merkmalen und Kennzahlen werden hier nochmal schön aufgelistet. Das sehen wir hier dann nochmal. Das sind die verschiedenen ADSOs. Auch hier könnte ich jetzt nochmal eine Suche starten und würde zum Ergebnis kommen, dass diese Kennzahl auch nicht in den ADSOs vorkommt. Gut, der nächste Schritt wäre jetzt, nochmal diesen Calculation View zu analysieren. Wie sieht es eigentlich da aus? Das wäre sozusagen unsere letzte Hoffnung, dass wir dort vielleicht noch irgendwas finden. Genau, auch hier durchsuchen wir das Ganze nochmal und sehen, nein, auch nicht. Gut, welche Erkenntnisse haben wir jetzt gewonnen? Weder in der Query noch in darunterliegenden Providern oder in dem Calculation View kommt diese gewünschte Kennzahl vor, die unser Kollege braucht in seinem SAC-Dashboard. Das bedeutet, wir müssen jetzt das Datenmodell mit der Kennzahl Volumen der Auftragsposition erweitern. Gehen wir mal davon aus, dass der einfachste Weg wäre, die Kennzahl dem Calculation View hinzuzufügen, weil wir dadurch nicht den gesamten Datenfluss unter den ADSOs noch erweitern müssten.
Natürlich, wenn wir das hinzufügen würden im Calculation View, können wir es anschließend im Composite Provider das Mapping pflegen, könnten es in der Query einfügen, die Kennzahl, und anschließend in dem SAC Dashboard. Gut, bevor ich sie hinzufüge, möchte ich aber eine vollumfängliche Impact-Analyse durchführen. Das heißt, welche anderen Objekte sind von diesen Änderungen betroffen, wenn ich die Kennzahl im Calculation View aufnehme? Was kann ich tun? Ich kann auch hier wieder über einen einfachen Rechtsklick auf Where Use Analysis klicken und der System Scout analysiert, welche Objekte diesen Calculation verwenden. Wir sehen einmal ein Calculation View, aber auch ein HANA Composite Provider. Das macht Sinn, denn das ist der HANA Composite Provider, der hier oben ist. Okay, wenn wir sagen, das passt, wir können die Cancel hinzufügen, ohne irgendwelche negativen Auswirkungen, dann wäre der nächste Schritt, das gleiche im Composite Provider zu machen, das Mapping nochmal zu pflegen, sodass die Cancel auch in der Query hinzugefügt werden kann. Auch hier könnte ich jetzt eine Impact-Analyse durchführen, System Scout, Overuse Analysis und könnte mir nochmal die Verwendung checken lassen dieses HANA Composite Providers. Das mache ich jetzt auch. Auch hier nochmal der Punkt, es ist wirklich vollumfänglich, das heißt, es sind nicht nur direkte Verwendungen. Wir zeigen auch Verwendung im Coding an, wir zeigen Verwendung in Prozessketten an. Wir sehen, dass auf diesem HANA Composite Provider noch weitere Queries basieren. Wir sehen, welche berechneten und eingeschränkten Kennzahlen diesen HANA Composite Provider verwenden, welche BO-Berichte auf diesem HANA Composite Provider basieren. Und gleichzeitig sehen wir auch noch, ob eine Verwendung in HANA stattfindet. Das ist eine indirekte Verwendung, das heißt, bei einer Query wurde der externe HANA View aktiviert und deswegen wurde im System nochmal ein neuer Calculation View angelegt, der indirekt auf diesen Composite Provider zugreift. Gut, auch da haben wir jetzt diese Kennzahl hinzugefügt. Es gab hier keine großen Überraschungen, was wir jetzt machen würden. Jetzt gehen wir davon aus, die Kennzahl wurde hinzugefügt. Der Query habe ich auch die Kennzahl hinzugefügt und eigentlich wären wir dann soweit durch. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, jetzt bin ich fertig, ich klicke auf Done. So, wir haben die Kennzahlen überall hinzugefügt. Was man jetzt noch machen könnte, wäre beispielsweise die Lumira-Berichte sich anzeigen zu lassen. Das heißt, auch hier schlagen wir die Brücke ins PO-System. Ich könnte mir diesen Lumira-Bericht anzeigen lassen und ich könnte mir auch die Frage stellen, ob eventuell diese Kennzahl auch in dem BO-Bericht verwendet werden soll. Das heißt, ich könnte hier einfach mal die Kommentarfunktion nutzen, könnte gucken, wer verantwortlich ist für diesen Bericht. Denn jedes einzelne Objekt, das Sie in der Performance Suite finden, kann kommentiert werden. Sie können fachliches Wissen, Sie können technisches Wissen an Ihre Objekte hängen. Das heißt, das ist jetzt das, was ich hinzugefügt habe an diesen Lumira-Bericht. Ich könnte jetzt Malte Haring nochmal eine E-Mail schreiben und fragen, hey, brauchst du vielleicht auch diese neue Kennzahl in diesem Lumira-Bericht? Gut. Im letzten Schritt möchte ich jetzt noch die Dokumentation zeigen. Das heißt, ich könnte jetzt eine relativ schnelle Dokumentation erstellen, indem ich einfach beispielsweise eine Change Request Dokumentation erstelle. Ich markiere alle Objekte, bei denen ich was geändert habe. Gehen wir mal davon aus, es handelt sich um diese Objekte, die Query, der Composite Provider, Calculation View und dann noch dieses Dashboard von Lumira. Ich könnte jetzt einfach sagen, zuweisen zu einem sogenannten Szenario. Ein Szenario bündelt bestimmte Objekte, die in irgendeinem Zusammenhang zueinander stehen. Ich habe hier bereits ein Szenario angelegt mit dem Jira-Ticket, Change Request, SAC Purchase Overview Dashboard, das ist die Aufgabe gewesen. Könnte die Objekte jetzt zuweisen. Und wenn ich dann dieses Szenario nochmal öffne, das ich da angelegt habe, dann würden wir sehen, dass hier die Objekte schon mal drin sind, die ich zugewiesen habe. Und im Endeffekt, was Sie hier sehen, ist der Aufbau einer Dokumentation mit einer Summary, mit Verantwortlichkeiten, das sind alles Kapitel. Ich zeige Ihnen einfach nochmal kurz die Dokumentation. Die Objekte sehen Sie hier, das heißt, diese Objekte sind jetzt Teil dieses jeweiligen Kapitels. Und wenn wir uns diese Dokumentation ansehen, das heißt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ist natürlich super, wenn man seine Änderungen noch dokumentieren kann, wenn es so schnell geht. Häufig hat man halt dafür leider keine, das einfach sehr aufwendig ist. Und das lässt sich ändern mit dem Doku-Performer. Sie sehen die verschiedenen Objekte, die ich zugewiesen habe. Sie sehen bei General Information zum Beispiel, was ist der Jira-Task? Den habe ich hier noch verlinkt. Was wurde überhaupt implementiert? Wer war verantwortlich? Wir sehen dann Informationen zum Calculation View. Und das Schöne ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mir nochmal den Composite Provider anschaue und dahin springe, dann sehen wir auch hier, the mapping was adjusted of the Composite Provider. Und wir sehen auch noch, ich hoffe, ich habe es angefügt, genau, wir sehen nochmal hier den Datenfluss, der automatisch bei der Dokumentation generiert wird. Okay. Das war jetzt die Dokumentation. Wie Szenarien genau funktionieren, das behandeln wir in einem zukünftigen Webinar, wenn es dann um den Doku-Performer selbst geht.
Kehren wir zurück zur Präsentation. Jetzt fassen wir nochmal kurz zusammen, welche Vorteile Sie durch den System Scout erhalten. Der System Scout vereint alle relevanten Objekte der SAP Business Analytics Lösung in nur einem einzigen Tool und schafft dadurch Klarheit über die Architektur Ihrer Applikation. Das heißt, unnötige Absprünge in die SAP-Tools und endlos lange Recherchen in unterschiedlichen Systemen, um irgendwelche relevanten Informationen einzuholen, gehören somit der Vergangenheit an, wenn Sie den System Scout nutzen. Der System Scout zeigt seine Stärken vor allem, wenn es darum geht, einen systemübergreifenden Überblick zu erhalten. Das schafft er vor allem durch die grafischen Datenflüsse. Das heißt, Sie haben ja gesehen, der Überblick wurde verschafft durch dieses durch diesen grafischen Datenfluss, der angezeigt wurde. Es ist ein idealer Ausgangspunkt, wie Sie gesehen haben, um weitere Analysen zu starten, systemübergreifend, beispielsweise tiefgreifendere Analysen von einzelnen Objekten, wie zum Beispiel, wenn man sich den Aufbau anzeigen lassen möchte, von Queries, ADSOs, Calculation Views, was auch immer. Bei Change Requests helfen Ihnen vor allem die Verwendungsnachweise weiter, um mögliche Auswirkungen auf andere Objekte feststellen zu können. Wie unterscheiden wir uns da von den SAP-Standardmitteln? Nun, unsere Verwendungsnachweise sind sowohl in der Breite besser aufgestellt, hier spielt der systemübergreifende Aspekt eine Rolle, als auch in der Tiefe, da wir auch die Verwendung im Coding checken, in Prozessketten und somit eine vollumfängliche Auflistung aller möglichen Verwendungen ausgeben. All diese Funktionen, wie Sie gesehen haben, können mit wenigen Klicks durchgeführt werden und die technischen Informationen werden dann auch noch automatisch eingeholt und dargestellt. Okay, wir kommen jetzt auch schon zum Ende dieses Webinars. Falls Sie sich selbst ein Bild machen möchten vom System Scout, so können Sie unser Tool für 30 Tage kostenfrei testen. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum Schluss des Webinars, zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen klar machen, inwiefern der System Scout eine systemübergreifende Brücke schlägt und in welchen Anwendungsfällen Ihnen besonders weiterhilft und Sie effizient unterstützt. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.